Ich bin die Annalena und studiere Medizin an der FAU. Ich bin Mitglied in dem Verein Medizin und Menschenrechte e.V. und wir setzen uns dafür ein, dass jedem Menschen ein uneingeschränkter Zugang zum Gesundheitswesen in Deutschland zur Verfügung steht. Das heißt, wir unterstützen hauptsächlich die Menschen, die durch soziale Raster fallen, dabei, ihr Menschenrecht auf Gesundheit wahrnehmen zu können. Also eine ganze Zeit war so unser Stammprojekt eine medizinische Sprechstunde, hauptsächlich schon an die Bedürfnisse von Geflüchteten angepasst. Das heißt, es war auch in unmittelbarer Nähe zu Unterkünften. Und da ging es darum, dass wir mit einem Arzt zusammen und wir als Studenten eine Sprechstunde angeboten haben, wo die Geflüchteten kamen und ihre Probleme geschildert haben und wir eben dann gemeinsam versucht haben, individuelle Lösungen zu finden. Inzwischen ist die Sprechstunde nicht mehr nötig, weil der Zustrom abgeebbt ist und unsere Arbeit konzentriert sich jetzt auf einer anderen Versorgungsebene. Wir haben immer noch ein AG-Telefon, das heißt, wir sind rund um die Uhr erreichbar und beantworten dann individuell die Fragen, die an uns gestellt werden und versuchen dann jetzt meistens in komplexeren Krankheitsgeschichten Lösungen zu finden, beispielsweise wenn der Versicherungsschutz nicht ausreicht oder wenn einfach die Frage gestellt wird nach Dolmetschern, nach Unterstützung der Nachsorge, was ganz wichtig ist, um Chronifizierungen zu vermeiden, etc. Ich war vorher 6 Jahre schon im Rettungsdienst. Ich habe die Zeit bis zum Studium überbrückt so und habe da einiges an Patientenschicksalen kennengelernt und einige, die durchs Raster gefallen sind. Und da habe ich einfach gelernt, wie wichtig es ist, dass es Leute gibt, die sich darum kümmern, dass solche Leute wieder ins Raster geführt werden, dass sich jemand Zeit nimmt, ihnen hilft und sie auch dieser medizinischen Versorgung, die in Deutschland so gut ist, einfach zuführt. Was mich persönlich vor allem auch motiviert hat, war halt diese ganze Geschichte, das leidige Thema um, es kommen viele Flüchtlinge ab 2015, wo auch einfach Zustände da waren, rein aus medizinischer Sicht, die Hilfe gebraucht haben. Und da habe ich mir gedacht, gut, wie kann ich mich engagieren, wie kann ich ein Zeichen setzen, außer alle 4 Jahre an der Wahlurne. Und das war für mich eigentlich dann relativ klar, dass ich sage, das ist ein cooles Projekt, da will ich selber mal mit einsteigen und mithelfen. Ich kann bei Problemen da auch nicht weggucken. Die sind einfach da und dann selbst in so einer reichen Stadt wie Erlangen zu sagen, ja, interessiert mich nicht, passiert nicht in meinem Haus, das geht einfach nicht. Nachwuchs ist immer wichtig oder halt irgendwie Leute für die Idee zu begeistern. Deshalb haben wir uns jetzt mal was Neues überlegt und machen eine Vortragreihe unter dem Motto Medizin und Engagieren. Da wollen wir Projekte einladen, sozusagen, die dann da Vorträge halten. Wir haben jetzt schon da gehabt, die 1-Dollar-Brille. Das ist ein Projekt, wo es letztendlich darum geht, dass viele Leute auf der Welt nicht mit Brillen versorgt sind, die eine Brille bräuchten. Und die Idee dahinter ist, dass quasi jedem für einen Spottpreis von 1 Euro eine Brille zugänglich gemacht werden kann. Demnächst sollen noch die Helfer von Sea-Watch mal kommen, um den Input von außerhalb, eben aus dem Mittelmeer, zu bekommen, was eigentlich so vor Ort los ist. Auch als Perspektive, wo Ärzte ja durchaus mal landen können auf so einem Boot. Das ist auch ein großer Auftrag, den wir in uns sehen, versuchen unsere Mitstudierenden eigentlich vor allem zu erreichen. Denn das sind die Ärzte von morgen, wir sind die Ärzte von morgen. Und uns ist es eben ganz, ganz wichtig, dass die Menschenrechte, die denke ich jetzt gerade auch politisch immer mehr Thema werden, da ein Augenmerk drauf zu haben. Und zwar nicht nur in der medizinischen Flüchtlingshilfe, sondern grundsätzlich in der Hilfe aller Menschen, die eben durch so ein Raster fallen und auch in gewisser Weise der Ethik in der Medizin. Also wie möchte ich moderne Medizin betreiben? Und die wird immer mehr Fragen aufwerfen. Ich glaube, die Kernbotschaft ist eigentlich gerade in den Zeiten momentan zu sagen, ich muss mir nicht immer nur Gedanken machen, was wäre und was könnte man alles und was läuft alles scheiße und hier könnte man verbessern, sondern man kann einfach doch mit relativ wenig Aufwand eigentlich für sich selber ein Zeichen setzen und sich engagieren, mitmachen, jeder so viel, wie er möchte und wie er kann. Und dadurch erstaunlich viel bewegen. Das sieht man eigentlich bei jedem von den Initiativen, die wir starten, sieht man, dass doch gut was bei rauskommen kann am Ende.